So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Wir gehen rein ins 19. Rennwochenende dieser Saison und vielleicht das Weltmeisterwochenende. Herzlich willkommen in Mexiko und herzlich willkommen zurück zu Let's Play F1 2018. Ja, ich hoffe, ihr habt die Weihnachtstage schön überstanden und viel mit der Familie gemacht und alles drum und dran, weil heute geht's nahtlos weiter. Das letzte Rennwochenende übrigens in 2018, das nächste aus Brasilien wird 2019 sein. Oh, Entschuldigung. Ja. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem ersten Training ein. Das ist nett. Dankeschön. So, was haben wir denn als Nachrichten? Zielupdate. Okay, wir brauchen nur 19 Meisterschaftspunkte. Das ist machbar. Wunderbar, wunderbar. Und es bleibt sogar trocken. Zumindest in Qualifikation und Rennen. Dieses Mal muss die Qualifikation so gut wie möglich abgeschlossen werden. Nicht so wie im letzten Rennen in den USA, wo wir dann doch noch Gott sei Dank gewonnen haben. Ja, wenn wir heute gewinnen und Bottas rausfliegt, sind wir Weltmeister. Wenn nicht, dann ist das ganze Ding auf nächste Woche vertagt. Da will ich auf jeden Fall zu machen. Wieder, wenn wir Bottas schlagen, können wir nächste Woche, wenn wir Bottas in den nächsten zwei Rennen schlagen, oder zwei von drei Rennen schlagen, sind wir Weltmeister. So, gehen wir rein ins erste freie Training. Herzlich willkommen in Mexiko. Das Wochenende beginnt mit dem Training am Freitag, bei dem wir schon mal abschätzen können, wer im morgigen Qualifying die Nase vorn haben könnte. Ein herzliches Willkommen an alle unsere Zuschauer und natürlich auch an Stefan Römer. Stefan, es steckt ja augenscheinlich eine Menge harter Arbeit in diesen Sessions. Da wird eine Menge simuliert, eine Menge nachgedacht. Ist das eigentlich alles nur lästige Routine oder haben die Fahrer trotzdem an so einem Training auch noch Spaß? So etwas wie Routine gibt es sicher nicht, wenn es um das Fahren eines Formel-1-Autos geht. 300 Kilometer in der Stunde auf der Geraden, 4G in den Kurven. Die Fahrer können die Kräfte, die auf ihre Körper wirken, gar nicht ignorieren. Das ist harte Knochenarbeit, Runde für Runde. Aber ich denke nicht, dass einer der momentanen Fahrer seinen Job als lästige Pflicht bezeichnen würde. Auch falls man mal einen schlechten Start ins Rennwochenende hinlegt. Wenn man konzentriert weiterarbeitet und die Ruhe bewahrt, bekommt man die Möglichkeit, das Ruder rumzureißen. Genau, so ist es. Okay, then. We fitted some new parts for this session. Hopefully they'll help you squeeze a bit more pace from the car. Guck mal, was wichtig ist für mich ins Wetter. Training 1, ne? Trocken, Training 2, trocken. Training 3, gut, das ist sehr unwichtig. Gut, das wird ein trockenes Rennwochenende. Sehr schön. So. Wir müssen mal das Auto umstellen. Ich muss mal mein neues Setup laden. Ich habe ja Gott sei Dank Setups vor dem letzten Rennen einprogrammiert. Das heißt, da geht's rein. Jawohl. Ja. Und dann kommen wir auf die Strecke. I know it's tempting to focus entirely on the race, but we should put a bit of... Eher unwichtig gerade. So, wir gehen rein ins 19. Wie gesagt, das drittletzte Rennwochenende. Vielleicht für Ferrari, vielleicht für diese Saison. Gucken, was halt danach ansteht. Ich weiß es immer noch nicht. Aber es geht straight jetzt auf der Ende zu. Hier schön ins Stadion. Und dann geht's auf. So, jetzt schön hier die Gerade mitnehmen. Ja gut, die nächste Kurve ist dann links, erste Rechtskurve. Anbremsen hier. So, die zweite DRS-Zone. Jetzt haben wir mal eine Linkskurve. Warte mal, anbremsen, nicht vergessen. Bestzeit Fernando Alonso als 21:0. Jetzt sind wir gleich an dieser Stelle, wo viele Leute schon ihre Autos weggeworfen haben in den Online-Rennen. Wir kommen da mal sehr gut durch.
Ja, ist ein leichtes Cutten dabei. Jetzt geht's ins Stadion wieder zurück. Das war zu schnell. Bloß nicht anschlagen. Das war viel zu schnell da. Das heißt, jetzt geht's gleich. Ich wusste, die Rückwände sitzen. Diesmal nicht so schnell mitnehmen. Passt diesmal. Und jetzt geht's hier rum. Der Kurs ist allgemein nicht sehr lang. Zeit um die 1,20 sind easy machbar. Ja, Alonso das schon gerade gezeigt hat und wir jetzt wahrscheinlich nochmal drunter landen werden. 1,18, 6, 4, 5. Vielen Dank. Vorsprungen. Brasilien ist auch nochmal so ein kurzer Kurs nächste Woche und dann geht es nach Abu Dhabi. Abu Dhabi gehört wieder zu den etwas längeren Kursen. Ja, gut, dass ich Untertitel anhabe, sonst hättest du mich nicht verstanden. Es sind noch die Meldung kam gerade, sind noch vier Runden Sprit zur Verfügung. Ich habe ein bisschen was verloren hier am Ende. Leichtes Andocken hinten am Arsch. Gibt aber nochmal eine neue Bestzeit. 18.0. Wunderbar. Ja, 18.0 gefahren. Passt jedenfalls. Oh, Perez auf 2. Dann sind sie auch schon. Kleiner Respektabstand mit Ultrasoft. Wir fahren Supersoft, wohlgemerkt. Wir fahren auch die langsame Mischung. Geht mal von aus, dass es nicht in diesem Rennen klappt mit dem WM-Titel, sondern frühestens nächste Woche in Brasilien. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Garcia, Bottas und Daniel Ricciardo. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal geschafft. Das erste freie Training. Wir gehen rüber ins zweite. Leicht aus. Im Training sind sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Wunderbar, machen wir das da. Sie haben heute ganz schön Lack einbüßen müssen. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip oder Probleme, die Kurven richtig einzuschätzen? Ja, machen wir das so. Klasse, das war dann alles. Ja. Ein bisschen was für Griff sollten wir tun. Aber da war ich einfach schlichtweg zu schnell. So, zweite freie Training an diesem Freitag.
Jenkins. Ja, William Mercedes hat auch ein bisschen wieder einen Ruf gewonnen, aber Mercedes haben wir einen Ruf gewonnen. Gut, wir haben keine Nachricht, wir gehen rein, zweite freie Training, auf geht's. So. Ja, das können wir so lassen. Geh mal rein. Ja, wie gesagt, wir wollen unsere Hausaufgaben hier auf jeden Fall machen. Wir wollen hier gewinnen, alles andere liegt dann erstmal nicht in unserer Hand. Ich weiß nämlich nicht, wie der Abstand nach wann. Hamilton ist, glaube ich, raus aus der WM. Aber es ist halt nur gegen Bottas. Da haben wir momentan 25 Punkte Vorsprung. Wenn wir hier gewinnen und der Ausfall haben wir 50, und dann müssen wir mit den mehr Siegen auf jeden Fall vorne sein. Weil es wäre dann, glaube ich, Sieg Nummer 8, wenn wir jetzt gewinnen würden. Für uns. Da ich ja seit Österreich in diesem Auto sitze. So. Naja, wie gesagt, schauen wir mal, das war unsere machen wir unsere Gedanken später. Wir wollen erstmal hier gewinnen und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Vielleicht fällt ein Bot das ja aus. Das wäre natürlich das Idealste. Nein, ich werde ihn nicht abschießen. Um hier den Titel zu machen. Gehen wir von nächste Woche einfach mal aus. So, nächste Teil sitzt. Pierre Gasly. Oh, der war eine schlechte Zeit, 1906. Ich glaube, die wäre besser als die manche Zeiten von den Quadranten eben. Aber da liegen wir drunter. Da, 18.3 sind wir noch nicht. Ich bin super auf dem 18.0 gefahren und die möchte ich mindestens haben. Na, ja, jetzt haben wir Rückstand. Das wird definitiv eine neue Bestzeit werden. Das wird eine 17er Zeit werden. 17.4. Wobei die auch noch nicht ideal war. Uiuiuiuiuiuiui.
Neu bist du denn? Nur minimal dahinter. Ich hatte zwischenzeitlich einen guten Vorsprung. So. Ja, Bottas will seinen Strohhalm halten. Definitiv. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Garcia, Bottas und Kimi Räikkönen. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. So. Jetzt hier auf 5. Das ist auch nicht schlecht, gar nicht schlecht. Stroll auf 8. Hamilton nur auf 12. Also da hätte ich einen Bottas lieber erwartet, wenn ich ehrlich bin. Der aber momentan auf 2 ist. Ja, ich hatte, sagen wir mal so, ich hatte mir den Bottas erhofft. Ja. So, gehen wir rein ins dritte Freitraining. Setup raus. Ah, jetzt haben wir nämlich Hypersoft. Dürfen wir nämlich auch mal fahren. So. Schön im Stadion jetzt hier. So, und dann geht's jetzt auf die Runde, auf die schnelle Runde. Wir wollen ja hier auch nochmal die P1 holen. Und nochmal hier mega heißer Favorit auf dieses Rennen. Wir wollen hier gewinnen. Wir wollen unsere Hausaufgaben machen. Und das heißt Sieg. Und der Rest liegt nicht in unserer Hand. Das ist schön eigentlich normalerweise mit Vollgas durchbrettern. Alonso 20223. Und wir fahren 16.9. Das ist halt über den ersten Sektor.
4 laps of fuel remaining. Habe ich noch mal liegen lassen am Ende. 16,7. Habe ich bestimmt noch mal was liegen lassen. Ich war eine 15,8, 15,7 war noch drin. Ja, vorgemerkt. Car repairs have set us back a little. So. Ich fahre immer nur 2-3 Ründchen im Training. Hamilton schlägt Bottas. Aber wie gesagt, solange der Bottas in Top 10 ist, ist das herzlich egal. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Garcia, Hamilton und Valtteri Bottas. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Jo. Ja, gut, das ist aber was der Regen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht egal. Ist aber auch keiner mit den Regenreifen irgendwie in die Runde reingegangen. Habe ich schon trotzdem zu viel. 16,7. Fast 1,6, über 1,6 Sekunden vor Hamilton. Kann man mal so stehen lassen. So, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei F1 2018 und dann geht's ins Qualifying. Bis dann.